Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Und heute starte ich mal den Vlog aus dem Auto, denn ich habe gerade Feierabend gemacht und bin jetzt gerade in die Stadt gefahren. Denn ich möchte heute bei mir ganz offiziell den Herbst einläuten. Und ich war auch gerade schon bei Starbucks und habe mir meinen ersten Pumpkin Spice Latte für diese Saison geholt. Und ich muss sagen, der schmeckt wieder richtig, richtig lecker. Das ist jetzt der Pumpkin Spice Latte, die mittlere Größe mit Hafermilch und mit Sahne. Ach, der schmeckt einfach wieder richtig gut und ich liebe einfach den Herbst. Für mich geht nichts über dieses gemütliche Zuhause sein und ich bin total in Stimmung, unser Zuhause so richtig schön herbstlich und gemütlich zu gestalten und es einfach zu einer richtigen Wohlfühloase zu machen, weil ich einfach diese gemütlichen Abende zu Hause liebe, gerade wenn es draußen ein bisschen ungemütlicher wird, ein bisschen kälter, dann finde ich, gibt es einfach nichts Schöneres, als es sich zu Hause gemütlich zu machen. Genau das läuten wir heute ein und ich hatte heute vor, dass ich noch ein paar Last-Minute Einkäufe mache für den Herbst. Ich wollte noch mal ganz gerne bei TK Maxx vorbeischauen. Und eigentlich hatte ich auch vor, nochmal zu Zara Home zu gehen. Wir hatten hier in Hannover eigentlich auch eine Zara Home Filiale. Die wurde allerdings geschlossen. Richtig ärgerlich. Normalerweise bin ich da immer sehr gerne hingegangen. Aber dann muss ich da online shoppen, was natürlich auch kein Problem ist. Und da habe ich auch schon eine Bestellung aufgegeben. Die ist auch schon zu Hause angekommen. Die zeige ich euch auch in diesem Video, was ich da Schönes bestellt habe. Und ich dachte mir, ich gucke trotzdem nochmal bei TK Maxx vorbei. Und dann werden wir auch nachher nochmal kurz zum Baumarkt fahren. Und ich schnappe mir jetzt meinen Pumpkin Spice Latte. Und euch nehme ich natürlich auch mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal direkt in die Stadt und gucken, ob wir noch was Schönes finden. Ich bin jetzt soweit durch in der Stadt und habe auch noch was Schönes bei TK Maxx gefunden. Und eben war ich auch noch kurz im Baumarkt. Ich war noch bei Obi und habe mir da noch ein paar Chrysanthemen mitgenommen, denn die pflanze ich immer total gerne im Herbst vor unserer Haustür ein. Denn ich finde einfach, das macht schon mal total viel her, wenn wir bei uns vor der Haustür einfach schon mal so ein bisschen was Herbstliches stehen haben. Und das einfach so das Erste ist, was man sieht, wenn man zu uns nach Hause kommt. Da habe ich jetzt drei verschiedene Farben mitgenommen. Einmal so ein ganz tolles Orange-Gelb, dann so ein eher dunkles, sattes Orange und dann noch so ein ganz dunkles, schönes Weinrot. Ich finde diese Farbkombination finde ich eh total schön und gerade für den Herbst liebe ich es, auch mit etwas gedeckteren Farben zu dekorieren. Nichts unbedingt Knalliges. Ich mag so diese typisch knallige, orangefarbene Herbstdeko nicht so gerne. Ich mag es einfach gern, wenn die Deko ein bisschen neutraler ist, aber dennoch so einen herbstlichen Touch hat und das ist manchmal gar nicht so einfach, so diese Grenze zwischen kitschig und, ja, schick zu ziehen. Ich brauche auch gar nicht so viel Deko im Haus. Ich finde, so ein paar Akzente machen es einfach schon deutlich herbstlicher. Und ich fahre jetzt gerade noch einkaufen. Ich fahre gleich noch zu Rewe, denn ich habe noch vor, ein paar Zutaten zu kaufen für so einen Herbstpott, den ich mir immer so gerne mache. Denn da kommen so ein paar Zutaten rein und den lasse ich dann immer ganz gerne auf der Herdplatte ein bisschen kochen. Dadurch entsteht so ein ganz toller herbstlich-winterlicher Geruch. Es bringt einen einfach so richtig in Herbststimmung, denn ich finde, eine Jahreszeit fühlt man nicht nur anhand der Deko, sondern ich finde, es hat auch ganz viel mit Schmecken und auch mit Riechen zu tun. Und ja, Riechen geht natürlich über Düfte wie Kerzen, aber eben auch so welche Simmering Pots heißen die, glaube ich, im Englischen. Ich würde sagen, wir starten als Erstes erstmal damit, den Simmering Pot vorzubereiten, denn das Dekorieren macht deutlich mehr Spaß, wenn schon so der Herbst einfach in der Luft liegt und schon so danach riecht. Dafür habe ich mir hier gerade schon meine Zutaten vorbereitet, die da reinkommen werden. Als Erstes starte ich damit, die Orangen in kleine Scheiben zu schneiden. Und da mein Topf relativ klein ist, reichen hier zwei Orangen aus. Als Nächstes folgen dann Nelken. Davon nehme ich ungefähr einen Esslöffel. Dann folgen zwei ganze Muskatnüsse. Als Nächstes kommt noch ein Esslöffel Piment hinzu. Dann folgen noch 5 Zimtstangen. Und zum Schluss folgt noch ein Teelöffel Vanille. Das Ganze lasse ich jetzt bei geringer Hitze köcheln und mit der Zeit werde ich dann auch nochmal das Wasser nachfüllen, denn durch die Hitze verdunstet ja dann das Wasser auch nach und nach. Und das werde ich jetzt die nächsten Tage hier bei mir als kleine Duftquelle nutzen. Und es ist auch eine etwas natürlichere Variante zu den Duftkerzen, denn hier sind ja nur natürliche Zutaten drin und keine Chemie, wie es ja in Duftkerzen der Fall ist. Natürlich werde ich auch die ein oder andere Kerze anzünden, aber ich finde es einfach toll, dass man mit so welchen natürlichen Zutaten so einen tollen Duft kreieren kann.
Und dann geht es auch schon an den Eingangsbereich, denn da sollen die Chrysanthemen ja auch gleich hin. Ich finde es total schön, wenn die Herbstdeko direkt schon am Eingangsbereich anfängt und man direkt beim Ankommen mit etwas Herbstdeko begrüßt wird. Dafür nehme ich erstmal alles weg, was vorher im Eingangsbereich stand. Auch die Fußmatte, die alte, denn die hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Fege erstmal gründlich den gesamten Bereich. Und dann starte ich erstmal mit diesem großen Terrakotta-Übertopf. Der ist wirklich riesig. Und ich finde es einfach ganz schön, wenn man verschiedene Übertöpfe hat, die nicht alle dieselbe Höhe haben, denn so ist es einfach nochmal interessanter fürs Auge. Und vor allem dadurch stechen dann auch alle Blumen hervor, also auch die, die in der hinteren Reihe sind. Und ich wechsle auch die Fußmatte aus. So ein schönes Refresh des Eingangsbereichs schließt natürlich auch eine schöne neue Fußmatte mit ein. Und um das ganze Bild nochmal abzurunden, waren wir auf einem Kürbishof und da haben wir uns mit ein paar Kürbissen eingedeckt. Und die platziere ich auch in dem Eingangsbereich und auf ein paar der Stufen, denn ich finde, das rundet das gesamte Bild einfach nochmal ab und bringt nochmal so den letzten Touch Herbst mit rein. Und dann habe ich direkt damit weitergemacht und bin in den Garten gegangen. Der ein oder andere Busch sieht schon sehr herbstlich aus und wir haben auch einen bei uns im Garten. Der hat so einen ganz, ganz tollen weinroten Farbton. Bei dem habe ich mir ein paar Zweige abgeschnitten. Dieser Simmering Pot, der köchelt jetzt mittlerweile schon seit ein paar Stunden vor sich hin. Und das ist so ein toller Duft, der sich da mittlerweile entwickelt hat. Und wir haben ja so ein offenes Wohnkonzept. Also unser Wohnzimmer ist ja mit der Küche verbunden und deswegen füllt das hier den gesamten Raum. Ich stehe jetzt hier gerade schon in unserem Essbereich und hinter mir seht ihr schon unseren Esstisch und den werde ich natürlich auch dekorieren. Den halte ich nur ganz gern immer ein bisschen schlichter und ich habe mir dazu diese schöne Dekoschale geholt. Die ist aus Mangoholz und die habe ich von H&M Home und die werde ich jetzt erstmal in der Mitte des Tisches positionieren. Und um die Schale zu füllen, habe ich bei Amazon diese tollen künstlichen Artischocken gefunden. Und ich finde, die sehen sehr, sehr natürlich aus. Die haben hier wirklich sehr, sehr viele Details und vor allem auch eine sehr schöne gedeckte Farbe. Und die eignen sich perfekt, um damit meine Schale zu dekorieren. Da ich im Herbst und im Winter auch ganz gerne mal eine Kerze anzünde zum Abendessen, werde ich das Ganze noch mit einer Kerze kombinieren. Und zwar habe ich hier die Olive & Sage Kerze von H&M. Und das Schöne an der ist, dass sie wirklich einen sehr, sehr angenehmen und dezenten Duft hat. Also sie riecht jetzt nicht so typisch nach einer Herbstkerze, nach Kürbis oder sowas. Denn sie riecht wirklich sehr, sehr angenehm und sehr dezent. Und ihr müsst wissen, ich bin bei Kerzen wirklich sehr, sehr picky, denn ich tendiere dazu, von Kerzen Kopfschmerzen zu bekommen. Ich finde gerade jetzt dieser dunklere Farbton passt eben auch sehr gut zum Herbst. Und dann möchte ich euch natürlich auch noch meine Ausbeute von TK Maxx zeigen. Es war leider schon sehr wenig noch an Herbstdeko übrig. Also der Umschwung zu der Winterdeko, der ist auf jeden Fall schon da. Aber ich habe dennoch etwas sehr Schönes bei TK Maxx gefunden, was vielleicht auch nicht unbedingt zur offiziellen Herbstdeko zugeordnet wird. Aber ich finde es doch sehr, sehr herbstlich, denn es ist auch von den Farbtönen ein bisschen gedeckter. Und zwar ist das dieser schöne Bilderrahmen. Ich finde, der hat etwas ganz Antikes und der ist vor allem mal sehr, sehr klein. Also hier passt ein Bild rein mit den Maßen 8x8 cm. Gerade so welche Bilderrahmen sind aktuell sehr modern und gerade bei McGee & Co. gibt es aktuell einen sehr, sehr ähnlichen Bilderrahmen. Dazu habe ich mir bei Rossmann ein Bild ausdrucken lassen und zwar ein Bild aus unserem Rhodos-Urlaub. Mit Hilfe einer Bildbearbeitungs-App habe ich versucht, das ein bisschen antiker zu gestalten. Ich finde, das sieht jetzt einfach sehr, sehr schön aus und das werde ich hier jetzt erstmal einkleben. Und dann war ich noch vor kurzem bei einem Antiquitäten Lagerverkauf und da habe ich noch etwas mitgenommen und zwar ist das dieser schöne Bilderrahmen und dazu habe ich mir dieses schöne Bild von Etsy gekauft. Das ist total simpel und das kostet auch nicht viel. Das hat mich jetzt knapp 5 Euro gekostet und das lässt sich ganz einfach von zu Hause aus mit dem Drucker drucken und ich hatte mir überlegt, dass ich dieses Bild mit dem Rahmen in unser Gäste-WC stellen werde, denn da ist bisher auch noch nicht so viel Herbstdeko eingezogen und gerade so die Kombination mit dem Bild und mit dem Kürbis finde ich, sieht sehr, sehr schön und vor allem auch stimmig aus. Ich dachte mir, ich bereite jetzt schon mal das Essen für heute Abend vor, denn es gibt heute passend zum Herbst eine Kürbissuppe und zwar eine geröstete Butternut-Kürbissuppe. Und da habe ich jetzt hier schon ein bisschen was vorbereitet und dann können wir das nachher dann schön gemütlich essen, wenn mein Freund dann nach Hause kommt. Dazu habe ich mir hier schon die Zutaten vorbereitet. Ich habe hier den Butternut-Kürbis, eine Zwiebel, etwas Sellerie und noch 2 Möhren. Und den Kürbis werde ich dann gleich in kleine Stücke schneiden und dann kommt noch etwas Olivenöl drauf und dann kommt das hier auf mein Backblech und dann werde ich das
das mit der Haut zusammen in den Ofen schieben. Und wenn dann der Kürbis soweit durch ist, werde ich die Haut abziehen und dann wird das alles später zusammen im Topf püriert. Und kurz bevor der Kürbis fertig ist, mache ich damit weiter, die Zwiebeln, die Möhren und den Sellerie anzurösten. Sobald der Kürbis fertig ist, werde ich dann die Haut abziehen. Und das Ganze lösche ich dann ab mit etwas Gemüsefond. Dafür nehme ich sehr gerne den flüssigen. Und dann mixe ich noch mit meinem Handmixer alles zusammen. Man kann die Suppe aber auch zum Beispiel in einem Mixer mixen. Die Suppe ist jedes Mal wieder ein Hit und ich freue mich total, dass jetzt so langsam die Suppenzeit wieder losgeht. Kommen wir auch schon zum Dekorieren der Kommode, die hier bei uns unterm Fernseher steht. Und ich starte immer sehr gerne damit, dass ich erstmal alles wegräume und ich wische immer gern auch erstmal die Fläche komplett ab, bevor ich dann mit dem Neudekorieren starte. Und als erstes hole ich erstmal meine Kerzenständer und dekoriere erstmal mit ein paar Kerzen. Und eventuell kennt ihr auch schon diesen kleinen Freund, denn den hatte ich vor kurzem in einem meiner Vlogs vorgestellt, denn da hatte ich schon mal ein bisschen Herbstdeko eingekauft und unter anderem ist da dieser süße Kürbis mitgekommen, der war von TK Maxx, der kommt jetzt auf die Tablebooks obendrauf. Und dann habe ich schon vor einiger Zeit mal diese schöne Schale über Amazon gekauft und die werde ich jetzt erstmal in der Mitte platzieren. Und dann habe ich noch in einem Multiset diese süßen Kürbisse gekauft. Die sind schön schlicht und weiß und die werde ich jetzt hier in der Mitte auch nochmal dekorieren und auch in die Dekoschale legen, sodass ich dann einen kleinen Kontrast schaffe zu den ja doch eher dunkleren Farbtönen. Und seit sehr langer Zeit war ich schon auf der Suche nach einem schönen antiken Holzhocker, der so richtig schön rustikal aussieht und diesen used Look hat. Und ich bin vor kurzem fündig geworden. Dieses schöne Stück und der ist so richtig schön rustikal und er hat so einen used Look. Den finde ich richtig, richtig toll und den habe ich auf Etsy gefunden. Den werde ich euch auch unten sowie alles andere, was ich noch finden kann online, werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Und was ich noch gemacht habe, nachdem ich die Zweige reingeholt habe, ist, dass ich die untersten Blätter hier unten entfernt habe. Und in der größeren Vase habe ich noch so eine kleinere Vase versteckt. Dann halten die Zweige einfach etwas besser. Und wovon man im Herbst nicht genug haben kann, sind Kerzen. Und diese schlichten Kerzenhalter, die sind von IKEA. Und auch am Hocker dürfen natürlich keine Kürbisse fehlen. Daher habe ich hier nochmal diese beiden Kürbisse aus diesem Set rausgeholt. Das sind die etwas größeren und die werde ich jetzt noch dazwischen platzieren. Ich bin mit dem Ergebnis bisher sehr zufrieden, aber eine Sache fehlt noch, denn wie ihr seht, haben wir hier im Hintergrund einen Frame-TV und das Tolle an dem ist ja, dass man da alle möglichen Bilder raufladen kann und dann sozusagen ein richtiges Bild an der Wand hängen hat, ohne dass man auf diesen schwarzen Monitor gucken muss. Und dann werde ich mal schauen, was ich da aktuell schon in meiner Bibliothek habe auf dem Fernseher, denn da habe ich die letzten Monate schon das ein oder andere Bild drauf gespeichert. Und schon ist das Bild am Fernseher aktualisiert und das ist das Gesamtergebnis. So sieht jetzt die Ecke hier am Fernseher aus und ich finde, es sieht sehr, sehr gemütlich aus. An unserem Wohnzimmertisch muss gar nicht so viel passieren. Da habe ich jetzt vorhin schon ein bisschen aufgeräumt. Und was ich jetzt noch hinzufügen werde, ist eine Vase in so einem schönen braunen Farbton. Und die kommt jetzt in die Mitte. Und dazu habe ich noch richtig schöne künstliche Zweige von Amazon gefunden. In so einem schönen dunkelroten Farbton. Kommen wir auch schon zum Sofa, denn das kriegt auch ein kleines Herbst-Refresh. Denn da habe ich schon vor einiger Zeit mal sehr, sehr schöne Kissen gekauft bei H&M. Die sind in einem ganz tollen, dunklen, gedeckten, grünen Farbton. Und die passen perfekt zu meinem grünen Kürbiskissen, das ich mir vor einiger Zeit mal bei Pottery Barn gekauft habe. Und zuletzt wollte ich noch austesten, wie die Kommode, die wir aktuell eigentlich im Flur stehen haben, bei uns hinter dem Sofa aussieht. Und passend dazu habe ich zwei richtig schöne Körbe von Zara Home gefunden, die hier erstmal unten auf diese Ablage kommen. Und dann dekoriere ich auch hier wieder gern mit ein paar Tablebooks und auch ein paar Vasen. Und dann habe ich hier noch diese tollen Trockenblumen, denn ich finde gerade im Herbst eignen sich Trockenblumen total zum Dekorieren. Und die hier habe ich auch auf Etsy gefunden. Und um diesen Bereich hier oben links jetzt zu vervollständigen, bietet sich dieses Bild an, das ich euch vorhin schon gezeigt habe. Das kommt da jetzt dazu. Und was natürlich auch hier wieder nicht fehlen darf, sind ein paar Kürbisse.
Was ich vor allem besonders wichtig finde, ist, dass diese drei Blumen, die jetzt hier relativ nah beieinander stehen, dass die sich nicht beißen. Und ich finde, das ist ganz gut gelungen, dadurch, dass ja hier diese Trockenblume etwas schlichter ist. Das ist ja eher so ein weißer Farbton, während die hier auf dem Wohnzimmertisch natürlich sehr stark hervorsticht mit dem roten Farbton. Und auch mit den Zweigen hier hinten passt das sehr schön zusammen. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und ich finde, dass die Herbstdeko hier sehr gut eingezogen ist, aber immer noch auf eine sehr schlichte und dezente Weise. Dann sind wir jetzt schon am Ende des Videos angekommen und wir genießen jetzt erstmal unsere Kürbissuppe und lassen den Abend noch ganz gemütlich ausklingen. Ich muss sagen, es ist schon mittlerweile auch ganz schön dunkel geworden und mit dieser ganzen Herbstdeko bin ich jetzt wirklich total in Herbststimmung und in dieser kuscheligen Jahreszeit angekommen. Und das ganze Haus riecht gerade noch nach diesem Zimt-Orangen-Mix von diesem Simmering-Pot, den wir vorhin gemacht haben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche mit einem neuen Video von mir wiedersehen. Macht's gut!